Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play NES Remix. Wir befinden uns hier langsam beim Endspurt von diesem Spiel, denn arg viele Missionen fehlen uns gar nicht mehr und wir können sehen, dass die mal 2 immer noch bei Super Mario Bros. Ist, deswegen werden wir da auch mal in diesem Part jetzt weitermachen, nämlich mit Level 18. So, und zwar, erhalte am Zielpfahl 5000 Punkte, es gibt 3 Stages, okay? Ach, nee, Neustart. Das kann man auf jeden Fall sehr viel besser hinbekommen. Ich will es am besten mit nur 2 Stufen machen. Also nur, oder einer sogar. Nur die hier benutzen und dann hier so, genau. Das ist das Optimale, denke ich mal. Sehr schön. Und nochmal. Bewegt sich dies nach... Ja, die bewegt sich... Okay, nach unten. Dann will ich kurz warten. Und jetzt. Sehr schön. Waren auch 5000, wunderbar. Und... Oh Gott, ja, das... das ist schon ein bisschen... Ach Gott, ey. Ja, nee, mach Neustart. Das ist schon ein bisschen trickier hier. Trickierer hier. Weil eben hier die Treppe schon nicht mehr ganz so gesund aussieht. Nein, fuck! Mann, das gibt's nicht. Okay, als letzter Versuch, jetzt will ich es aber schon hinkriegen. Weil nochmal alles zu machen, hab ich dann doch keinen Bock. Oh Gott! Nein, nur 2000! Nein! Ach komm, das ist doch nur ein Millimeter gewesen, den ich da höher hätte sein müssen. Oh Mann, das gibt's noch nicht. Ach, so ein Witz. Darf nicht wahr sein. Das ärgert mich jetzt echt, weil das wäre auf jeden Fall shiny geworden. Scheiße. Das wäre auf jeden Fall shiny geworden, weil ich ja hier wirklich einen ziemlich guten Speedrun irgendwie hinkriege. Und scheiße, Mann ey. Vor allem, weil eben auch schon die erste und zweite, also vor allem die erste Stage ziemlich gut war, weil ich da eben genauso diese eine Treppe da abgefangen habe. Hier so wieder, genau, das ist eigentlich perfekt. Finde ich, und übrigens, man kann auch an den Zielpfahl gar nicht wirklich arg viel höher kommen. Und wenn doch, es gibt auf jeden Fall kein Leben dafür. Also das wurde dann auch erst später eingeführt. In den späteren... Ach komm. In den späteren Mario-Spielen, dass man, wenn man die Zielflagge ganz oben berührt, dass man dann einen One-Up bekommt. Das war hier im ersten Super Mario Bros. Noch nicht der Fall. So, jetzt aber. Yep. Okay. Und wieder der Spaß hier. Ja, das ist echt nicht einfach. Ich will das natürlich auch schon schnell machen. Mann, aber wenn ich das zu schnell mache, dann riskiere ich auch einfach zu viel. Und krieg's da nicht hin. Warum habe ich denn jetzt hier Probleme? Nein! Ach komm, das ist... Mann! Warum habe ich... Das ist doch... Ach Gott! Ich kann mich schon wieder so aufregen hier. Das ist doch echt nicht schwierig. Ja, die erste kriege ich doch auch locker hin. Also jetzt zumindest. Boah, das kann ich wahr sein. Ich will jetzt das auf jeden Fall auch wieder schaffen. Also hier lieber ein bisschen mehr Zeit vielleicht lassen, weil ich schon bei Stage 1 und Stage... Oh Gott! Stage 3! Stage 1 und Stage 3 dafür sehr viel riskiere. Deswegen können wir bei der zweiten vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, das gibt's nicht. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt hier auch einfach ruhiger angehen. Weil da jetzt hier Kopf und Kragen zu... Das gibt's doch nicht. Kopf und Kragen zu riskieren bringt ja auch nichts, aber ich schaffe das einfach. Bin ich jetzt zu schlecht dafür? Danke. Aber irgendwie fand ich jetzt den Sprung genauso gut oder schlecht wie die anderen da auch immer. Also irgendwie da die 5000 Punkte dazu bekommen bei der dritten Stage, bei der Zielflagge, ist echt nicht einfach gewesen, weil ich da halt auch... Das Problem ist halt auch, dass damit Mario das überhaupt schafft, braucht er eben ein bisschen Anlauf. Aber weil die Treppe eben so zerklüftet ist, ist es nicht so einfach, da so viel Anlauf aufzunehmen, ohne runterzufallen. Deswegen war jetzt vor allem die dritte Stage da echt nicht ganz so easy. Aber okay, wir haben es ja geschafft. Besiege den super starken Bowser. Okay, wir sind 5-4. Ich glaube... Ja, okay, verdammt. Ich glaube, deswegen... Ja, ich mache einen Neustart. Ich glaube, deswegen super stark, weil nämlich hier schon mit dem Hammer werfen... Oder warte mal, fängt er nicht erst in Welt 6 mit dem Hammer werfen an? Ich mir jetzt... Ach, warum wirft er seine Flamme da genauso? Die ist sowas von dem Weg. Aber ich meine, wenn da schon ein super starker Bowser steht... Ich meine, das ist ja kein Remix oder so, also... Er ist jetzt... Das ist alles originalmäßig und deswegen... Gott, ey. Würde er wahrscheinlich Hammer werfen. Ah, nee, nicht mal. Warum ist der super stark? Warum steht da super starker Bowser? Ich meine, ja gut, er wirft viele Flammen hier in den Weg, ja. Aber... Ist das wirklich schon ein Grund... Shit. Ein Grund, ihn super stark zu nennen? Keine Ahnung. Das war jetzt nicht perfekt, weil ich da kurz hängen geblieben bin am Ende und kurz stehen bleiben musste. Aber ich glaube, ab jetzt in Welt 6 wirft der Hammer. Ja. Deswegen, da muss ich jetzt fast unten durch, weil da oben drüber zu gehen, ist ein bisschen sehr riskant dann, weil es ist oftmals so, wenn man über ihn drüber springen will, dass er genau dann seine Hammer wirft. Aber der Vorteil übrigens an Welt 6 und Welt 7 ist, dass er dafür keine Flammen werfen kann. Also vorher, okay, also vorher schon auf dem Weg zu ihm, da wirft er schon Flammen, haben wir ja gerade gesehen. Beim Kampf selber aber kann er nur Hammer werfen und eben keine Flammen werfen. Aber hier bei Welt 8 kann er jetzt alles. Da kann er Flammen werfen und auch Hammer werfen. Deswegen, da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Ja, das war jetzt, jetzt bin ich da auch wieder hängen geblieben am Ende bei der Axt. Das ist auch alles irgendwie besser machbar, ich weiß nicht. Also es war jetzt auch nicht schlecht, nee, aber... Ach, das, nee, es ist zu langsam. Nee, es passt wahrscheinlich, okay, das wundert mich jetzt. Also da hätten sie auch echt unter 30 machen können, weil das wäre auch locker gegangen, weil ich in einigen Stages Fehler gemacht habe, sogar größere Fehler teilweise. Aber es passt trotzdem noch, na gut. Okay, dann mal wieder eine Runde Bonus, und zwar Ice Climber haben wir hier, na gut.
Sammle alles Gemüse ein und erwische den Kondor. Ach du Scheiße, okay. Das ist einfach ganz normal, aber das ist auch wieder kein Remix. Es ist alles ganz normal. Und es ist, glaube ich, auch das erste Level. Das haben wir jetzt auch schon am öftersten gesehen. Ich muss halt einfach das erste Level halt schaffen, ne? Die Bonus-Stage kommt ja dann gleich auch noch. Also die Bonus-Stage kommt immer da oben eben, wo ich dann das ganze Gemüse einsammeln muss. Und ich muss ja auch alles einsammeln von der Mission her. Also offenbar muss ich... Also offenbar muss man den Ice Climber nicht unbedingt das ganze Gemüse einsammeln, um halt das Level abschließen zu können. Das kann man halt wahrscheinlich nur machen für, weiß ich nicht, Bonuspunkte oder so, denke ich jetzt mal. Aber hier muss ich es auch machen, weil ich ansonsten die Mission hier gar nicht abschließen kann. Na gut, meinetwegen. Aber eigentlich sollte es schon auch machbar sein. Es ist nicht einfach, das komplette erste Level hier hinzukriegen. Das, verdammt nochmal, steht auf jeden Fall fest wegen dem Gerutsche und wegen Sprungphysik und allem möglichen. Aber machbar ist es schon. Das auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, ja, aber das ist auch wieder alles andere als gut, was ich jetzt hier abgeliefert habe. Also, Speedrun-verdächtig ist es nicht, was ich hier mache. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir die Shiny Stars für sowas bekommen werden. Wo ist der Kondor? Nein, ich bin nicht weit genug rum. Ich kann gar nicht sehen, wo er ist überhaupt. Da ist, na, verdammt nochmal. Natürlich genau vor mir weg. Jetzt dreht er gleich um, passt auf. Nee, okay. Ja, doch, du Blöder! Das gibt's nicht, da dreht der vor meiner... Nase um. Und was war das denn? Ich hab den doch gegriffen, oder nicht? Ich glaube hier... Ach Gott. Ich glaube hier an dem Level könnten wir eventuell ein bisschen länger sitzen. Weil das nämlich es echt in sich hat, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Ice Climber ist auch wirklich kein einfaches Spiel, was nicht nur an der gewöhnungsbedürftigen Sprungphysik liegt. Das liegt auch einfach daran, dass das Spiel an sich auch nicht so einfach ist, finde ich, weil vor allem oben man halt viel rutscht und dann unten sind halt ein paar Gegner, die einem im Weg sein können. Man muss immer so ein paar Blöcke freimachen. Hier darf man auf, muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt und das ganze Gemüse noch einsammelt. Das ist auch nicht so einfach. Meine Güte, aber die Sprungphysik ist natürlich schon der Punkt, der das Spiel irgendwie am schwierigsten macht. Habt ihr das jetzt gerade wieder gesehen? Jetzt bin ich gerade, mir gerade wieder in den Kopf angestoßen, während ich in anderen solchen Momenten einfach schon durch die Plattform durchgesprungen bin. Das ist halt so ein bisschen auch ein Faktor, der hier sehr störend ist, dass man teilweise durch die Plattform durchspringen kann und man sich dann fast schon darauf verlässt, in gewissem Sinne. Und wenn es dann aber mal nicht passiert und man dann halt wirklich halt sich den Kopf anstößt, an solchen Plattformen man dann total verwundert ist und irgendwie dann gar nichts mehr auf die Reihe bekommt. Also das ist auch echt ganz, ganz... Ja, seht ihr? Warum bin ich jetzt da durchgefallen zum Beispiel? Das ist so komisch gemacht einfach nur, finde ich. Aber na gut. So, ich weiß also jetzt nicht, wo der Kondor ist. Deswegen, ich muss... Nein! Ach, Sprungphysik! Muss ich jetzt wirklich hier nochmal schneiden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie oft habe ich jetzt eigentlich schneiden müssen in dem Let's Play? Ach Gott, ey. In dem Let's Play. Also einmal auf jeden Fall bei dem Pinball. Aber habe ich eigentlich nochmal schneiden müssen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, obwohl, doch, genau. Ich habe bei Golf habe ich auch nochmal schneiden müssen einmal. Aber ansonsten glaube ich gar nicht mehr. Also ich musste nur zweimal schneiden bisher, was echt gut ist, was ich auch nicht erwartet hätte. Dass ich nur so selten schneiden muss. Ich habe gedacht, dass ich da irgendwie ab Part 10 in jedem oder jedem zweiten Part zumindest schneiden müsste. Aber hat eigentlich alles immer echt ziemlich gut funktioniert, finde ich. Aber jetzt dann hier irgendwie nicht mehr ganz so gut. Jetzt habe ich aber hier... Ah, das war jetzt gut. Okay. Ich sollte am besten bei der Bonus-Stage hier links irgendwie anfangen. Ah, da habe ich mir jetzt nämlich mega viel Zeit gespart. Habe das gesehen, weil ich nämlich das eine Gemüse, das ist gar nicht aufgetaucht. Also wirklich. Weil ich das eben schon direkt eingesammelt habe. Boah, ich hasse dich so sehr, Spiel. Geh da hoch jetzt. Wo ist er? Natürlich. Ich warne dich, ne? Habt ihr das gesehen? Der wollte schon wieder umdrehen, der Arsch. Der wollte schon wieder umdrehen. Ja, aber ist es jetzt shiny, ist die Frage. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Okay, danke. Boah. Okay, sie haben zumindest bei der Mission ein bisschen ein Herz, weil sie auch selber eingesehen haben, dass das echt nicht einfach ist, das hier hinzukriegen. Deswegen passen auch 46, obwohl ich wirklich viele Fehler gemacht habe. Aber es reicht auf jeden Fall noch. Okay. Ansonsten, haben wir noch irgendwelche anderen Zeiten? Nein, gut. So, dann wieder was anderes. Und zwar, wir machen mal wieder alles so ein bisschen durch, ein bisschen gemischt. Mario Bros. So, drehen mit Hilfe des Powerblocks. Ja, das ist ziemlich einfach. Ich muss einfach nur einen Knopf drücken und schon habe ich die Mission geschafft. Und hier noch... Ja, aber ich muss warten. Okay, ich muss ja einmal warten, bis der eine Krebs danach unten gefallen ist. Und... Ah, das ist jetzt... Ah, okay, das ist auch... Ah, fuck, ey, nicht ganz geschafft. Ja, machen wir nochmal neu. Das ist auch tricky. Ich muss den Powerblock genau dann aktivieren, wenn der eine Krebs in der Luft ist, weil der ja schon einmal gedreht wurde. Oder getroffen wurde wohl eher. Genau, perfekt. Und jetzt auch mit einer Fliege. Ja, natürlich. So und... So, okay. Nein! Ey, jetzt war der eine noch in der Luft. Ja, das ist schwierig. Okay, das ist schwierig. Ich muss... Ah, shit. Okay, ja, ich hätte es ein bisschen später machen sollen.
Ja, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich muss bei der vierten Stage leider ein bisschen mehr Zeit verschwenden. Also ich muss noch einen weiteren Sprung von der Biene abwarten, weil ich das andernfalls sonst nicht hinbekomme. Offenbar. Vielleicht geht's auch doch irgendwie, aber ich bin zu doof dafür. Ist aber nicht einfach dann tatsächlich. Ja, okay, das habe ich ein bisschen unterschätzt sogar. Okay, also einmal hier und... Ja, jetzt. Ah, doch, okay, passt. Okay, passt. Ich habe jetzt schon gedacht, das würde wieder nicht hinhauen, weil jetzt der eine Krebs da unten auch wieder in der Luft war. Aber hat zum Glück alles hingehauen und es sind sogar auch Shiny Stars. Okay, gut, also das scheint offenbar dann wirklich... Ja, vielleicht gibt es doch noch eine schnellere Variante, keine Ahnung. Aber das reicht auf jeden Fall auch schon für Shiny, wie es ich gemacht habe. Gut. Ja, Klugluland. Meinetwegen auch nochmal. Nummer 7, dann haben wir es auch bald. Besiege 4 Gegner. Okay. Ja, das aber eigentlich, Gegner besiegen mag ich ein bisschen lieber als Sachen ausfüllen, weil ich das, glaube ich, ach shit, ey. Weil ich das, glaube ich, besser kann, sagte er und versagte kläglich. So, du bist tot, aber warum soll ich denn 4 Gegner besiegen? Ich glaube, aus dem Ding da kommen neue, aus dem Portal da, genau. Aber ich darf da eben nicht rein, shit, ey. Ja, das ist doof. Ich darf da eben nicht reingeraten. Das ist mit dem Portal oder was auch immer das ist auch komisch. Denn wenn ich da, also wenn ich an einem der vier Eckpunkte, die daneben sind, wenn ich mich daran festhangle und dann da so hin und her schwinge, wie jetzt zum Beispiel hier so, dann ist es schon erlaubt. Dann nehme ich da keinen Schaden oder so. Aber ich darf auf jeden Fall nicht direkt in das Portal rein mich bewegen. Was irgendwie komisch ist so ein bisschen auch. Aber na gut, ist es halt so. Komm her. Sehr schön. So, und nochmal einer. Na komm raus. Hallo? Kommt er bitte? Okay, jetzt. Das ist ja doof, dass ich da warten muss, bis der mal rauskommt. Na, jetzt ist der... Was? Was war das denn jetzt? Oh, wie ich das immer hasse, wenn das immer solche Dinger noch kommen, solche Absperrungen. Ich weiß nicht. Nein! Ich habe schon gedacht, dass man vielleicht 30 oder und weniger bräuchte, deswegen habe ich mich schon gefreut eigentlich, aber... 29 reicht noch nicht. Ach Mann. Ach, Klugluland, warum tust du mir das an? Wirklich, was ist da die Zeit, die ich brauche? Hat es jemand von denen? Endlich geschafft. 23 sogar, wow. Ist nicht schlecht. Ansonsten hat hier irgendwie niemand mehr Zeiten aufgestellt oder so. Emoji schreiben viele. Ja gut, dann nochmal. Also 23 sind auf jeden Fall möglich. Ja, aber ob ich das auch hinkriege? Also ich glaube, dass auch schon weniger. Ein bisschen weniger auch ausreicht für Shiny. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch so, dass die Gegner schon früher kommen, wenn ich die beiden ja auch schon schneller besiege. Weiß ich nicht. Ich werde jetzt auch mal hier sowas probieren. Das ist klug. Ah, das ist klug, wenn ich sowas mache. Ah, siehst du mal. Okay. Das ist ziemlich cool. Da kann ich die nämlich schon treffen, bevor die überhaupt da sind. Ja, das ist cool. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt muss ich hier ein bisschen den Umweg. Na scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Ja, hier so. Ja, verdammt. Da muss ich jetzt ein bisschen den Umweg gehen, weil der da jetzt irgendwie blöd rausgekullert ist, der Typ. Ja, nee, so, ja, passt wieder nicht. Ist mir schon klar. Okay, aber ich glaube trotzdem, dass es die bessere Taktik ist, wenn ich da halt wirklich an einem so Eckpunkt da bei dem Portal oder was auch immer das eben ist, hänge und dadurch dann eben schon versuche, ein paar der Gegner dann zu treffen. Und da muss ich halt ein bisschen Glück haben, dass sie dann auch gut positioniert sind und ich die dann dadurch auch leicht treffen kann. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Nein, ich hab, jetzt hab ich wieder versucht wegen der Steuerung. Boah, ich finde es echt so komisch, dass ich immer abwechselnd mal links, rechts, mal oben, unten drücken muss. Je nachdem, ob ich gerade horizontal oder vertikal bin, also mich bewege. Das finde ich sowas von komisch einfach und unintuitiv, habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Also es ist echt ganz, ganz seltsam irgendwie. Jetzt muss ich hier wieder in den Umweg, scheiße, in den Umweg gehen. Das war jetzt auch alles andere als perfekt. Was ist das denn jetzt? Warum ist der so komisch? Aber das mit den Gegnern ist auch ganz, ganz eklig. Weil irgendwie glitschen die sich teilweise immer raus aus den Stellen, wo ich die eigentlich gerade habe und wo ich sie eigentlich dann erwischen und töten will. Also das ist auch irgendwie sehr, sehr seltsam gelöst. Habt ihr gesehen? Der hat sich jetzt wieder rausgeglitscht. Weil der sich gerade eher so geglitscht, ist jetzt übertrieben, aber der ist da auf jeden Fall noch in diese Gasse da reingefahren. Oder gefallen, wie auch immer. Obwohl ich das gar nicht... Mann, ich hasse das! Nein! Ach komm, jetzt bin ich wieder total verwirrt. Jetzt krieg ich wieder gar nichts gebacken. Ja, vielleicht, muss ich dann doch zugeben, dass die Taktik dann doch jetzt nicht ganz so erfolgsversprechend ist, wie sie vielleicht im ersten Moment mir erschien. Ich weiß nicht. Weil irgendwie... Oh, ich hasse das. Weil irgendwie hat es jetzt ja dann doch nicht so... Fuck, ey. Nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das erwünscht habe. Vielleicht einfach von hier aus passt jetzt besser? Nee, jetzt bin ich auch wieder am Arsch. Ja, wie soll ich denn jetzt den da... Mann! Nee, so geht's ja auch nicht.
Boah, der bewegt sich aber auch ganz, ganz eklig dann immer, ne? Das ist sogar fast ein bisschen unberechenbar irgendwie, wo der jetzt hin abprallen wird, wenn ich den mal erwischt habe und dann eigentlich vor mir hertragen will und gegen eine Wand schubsen will. Das ist echt richtig seltsam gemacht, finde ich. Ich werde mir jetzt mal nochmal an den links unten hängen, weil ich glaube, das habe ich vorhin auch gemacht und das hat ganz gut geklappt. Ah, ja, vielleicht ist es irgendwie so, dass der links unten besser funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber hat es gut geklappt auf jeden Fall. Und der auch wieder sehr schön. Ja, irgendwie ist der links unten besser. Das war jetzt wahrscheinlich nur Zufall, aber hat auf jeden Fall gepasst. Zwar auch schneller. Und es reicht auch. Okay, ich habe jetzt echt auch wieder Angst gehabt, dass ich wirklich irgendwie 24 oder 23 bräuchte. Das haben wir auch schon gesehen, dass das möglich ist. Aber 26 reicht auch schon aus als Zeit. Gut. So. Eisclimber. Wie gesagt, von allem ein bisschen was. Sammle das Gemüse ein. Okay. Ja, das sollte... Ja, obwohl es sollte gar nicht... Nee, das... ich wollte gerade sagen, das sollte machbar sein, aber es ist dann doch etwas schwieriger wieder, als ich dachte. Ja, ich muss da nämlich außenrum gehen, weil... Das von da aus, von da links aus zu erwischen, das geht nicht, weil der Sprung zu hoch ist. Also ich könnte auch auf die Wolke warten, aber das ist auch langsamer im Endeffekt dann. Ach, scheiße. Kann ich denn eigentlich das aus der... Warum falle ich immer durch Plattformen durch? Kann ich das eigentlich schon hier erwischen? Nee, ich brauche auch die Wolke, okay. Wollte ich jetzt nochmal kurz testen. Ich will mich gleich wieder töten. Okay, für das obere brauche ich auch schon eine Wolke. Da hole ich mir jetzt erstmal das, oder? Ich weiß nicht. Warte, was ist da jetzt klüger? Ist es klüger, wenn ich da mir zuerst das linke hole und auf eine Wolke warte? Ich weiß nicht. Er ist beides irgendwie nicht so... Oh mein Gott. Nicht so hundertprozentig prickelnd. Ich mache mal nochmal Neustart, ist glaube ich am besten. Ja, vielleicht werde ich dann doch mal zuerst da das rechte Gemüse nehmen bei der zweiten Stage. Vielleicht ist es dann doch ein bisschen klüger zumindest. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar relativ... ich hasse das. Relativ egal ist und beides sogar in etwa gleich schnell ist. Ja, es ist glaube ich wirklich beides in etwa gleich schnell. Ich hasse diese verdammte Sprungphysik. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist also so komisch, weil mal macht auch der Ice-Climber-Typ hier einen weiten Sprung, aber mal auch nur so einen kurzen... Wo ich dann überhaupt nicht... Das war jetzt ein Weitersprung. Aber jetzt bin ich da runtergefallen. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich von der Wolke runtergefallen. Das war jetzt meine Schuld, weil da hätte ich einfach nur A drücken müssen. Was ich eigentlich auch irgendwie getan habe, aber offenbar zu spät. Das war jetzt mein Fehler. Aber hier die Sprungphysik, das ist echt... Könnte ich kotzen. So, dankeschön. Okay. Ja, das ist sogar nochmal komplizierter. Das Problem ist eben, dass ich auch... habt ihr das gesehen? Warum bin ich jetzt gegen die Decke da geprallt, wenn ich ansonsten immer durchspringen kann? Das ist so komisch gemacht, einfach nur, ich hasse es, wirklich. Oh, schlimm. Wie gesagt, ich sollte auch primär schon darauf achten, dass ich die zuerst von unten nach oben einsammle und nicht andersrum. Weil das Problem ist eben, wenn ich die oberen zuerst kriegen will, wird der Bildschirm da eben ein bisschen nach oben scrollen. Und dann kann ich die unteren gar nicht mehr bekommen, weil die dann aus dem Bildschirm geraten sind. Ja, das geht auch schneller, oder? Ja, das geht bestimmt schneller, als wie ich das jetzt gemacht habe. Ja... Irgendwie alle Stages waren sehr durchwachsen, finde ich. Aber es reicht. Oh, es reicht trotzdem. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht mal unbedingt erwartet, muss ich zugeben. Da habe ich gedacht, dass es bei einigen Stages noch irgendwie ich eine bessere Route wählen könnte. Um das da alles abzuklappern. Aber es hat doch noch ganz gut gepasst. Ja, umso besser. Und L7 machen wir auch nochmal schnell. Erklimmt die oberste Ebene und erwische den Kondor. Okay, wir starten zumindest bei Ebene 6. Scheiße. Ja, komm, mach neu. Wir starten zumindest bei Ebene 6, aber es ist, glaube ich, dann das zweite Level oder dritte Level oder so. Vielleicht auf jeden Fall nicht das erste, was das Ganze auch ein bisschen schwieriger macht. Aber ich muss auf jeden Fall nicht alles Gemüse einsammeln. Ich muss einfach nur nach oben kommen. Es ist einfach so dumm, wie man mal einen weiten Sprung und mal nur einen kurzen Sprung macht und dann wieder durch die Plattform durchfällt, wie, also total zufällig einfach nur... Das ist so schlimm einfach nur. Das ist so schlimm. Echt, hey. So. Hierauf. Und hierauf. Und hier. Nein, ich muss eh nach links. Ich sollte. Also ich. Ja, von rechts wird es vielleicht. Ja, von rechts wird es aber sehr eng. Das ist auch schon wieder alles nicht so gut. Irgendwie. Nicht umkehren. Danke. Ich meine, schlecht war das jetzt auch nicht. Nee, aber. Ja, aber ich muss zugeben, das würde auch gar nicht arg viel schneller gehen, weil ich da eh am Ende auf die Wolke einmal warten muss, glaube ich. Ja, okay. Deswegen war es auch shiny. Gut. Ja. Also jetzt hier in den letzten paar Parts werden die Missionen schon auch nochmal echt schwierig, muss ich sagen. Also es wird eh nicht mehr viele Parts geben. Es wird wahrscheinlich noch zwei weitere Parts geben nach dem hier. Und dann war es das eh schon. Ich dachte eigentlich, dass wir mindestens 20 Parts brauchen würden für das Let's Play. Aber offenbar schaffen wir es sogar in 19. Aber ist ja auch ganz gut. Und ich würde sagen, wie viele Bonus fehlen uns noch? Ja, die hier noch.
noch 4. Machen wir jetzt mal noch einen Bonus, nämlich Wrecking Crew. Zerstör alle Wände. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott, ja, das wird jetzt mega ultra kompliziert. Weil nämlich die Stage hier auch echt groß ist. Und ich hier ganz, ganz viel zum Zerstören habe. Oh Gott. Also erstmal, ach komm schon. Also erstmal, ich muss mir jetzt erstmal einen Plan zurechtlegen. Erstmal die hier alle. Hier sind Bomben. Ja, mit den Bomben komme ich dann auf jeden Fall. Erstmal ein Fehler. Ja, scheiße, wie dumm bin ich denn? Ich hätte dann nach außen gehen sollen. Aber kann ich den vielleicht sogar... Ich glaube, man kann sich den Typen sogar zunutze machen. So irgendwie. Denn... ich kann den für mich auch schlagen. Ja, genau. Der macht teilweise für mich auch Sachen kaputt. Was echt sehr interessant ist. Aber macht er auf jeden Fall. Und dadurch kann ich mir dann das Leben da ein bisschen einfacher machen. Den habe ich jetzt auch da nach unten geboxt. Und dadurch ist er jetzt nicht mehr so im Weg mir. Erstmals. Ja, schon, weil der kann auch im Weg sein. Also, der kann mich auch nach unten boxen auf eine andere Ebene, was ich gerade mit ihm auch gemacht habe. Das kann der, glaube ich, auch, der Typ. So. Was mache ich jetzt? Hier mache ich am besten immer so abwechselnd hin und her. Ja, genau. Das ist, glaube ich, keine verkehrte Idee. Das ist aber sehr kompliziert hier. Da ist ein Feuerball. Dich und dich und dich oder so? Ne, das war auch ein Fehler. Wie komme ich jetzt da überhaupt in die Mitte? Achso, ich hätte die Leiter lassen sollen, oder? Ja, das kann ja auch nicht sein. Warte mal. Hä, wie komme ich jetzt überhaupt... Habe ich mir das jetzt eingebaut? Ich komme gar nicht mehr in die Mitte. Das ist ja interessant, okay. Also, um da in die Mitte zu kommen, muss mir noch irgendwas anderes einfallen lassen. Ja, das ist nicht einfach. Also jetzt merkt man schon, dass wir jetzt wirklich bei den allerletzten Bonus-Stages hier sind, weil das ist jetzt 22, glaube ich, oder so. Und das ist jetzt schon wirklich sehr, sehr schwierig hier, hier bei Wrecking Crew alles zu bekommen. Das ist echt nicht einfach, finde ich. Überhaupt nicht einfach. So. Hier, zack, zack, zack. Also das hier habe ich ja ganz gut raus. Ich würde mal sagen, das ist schon auch eine gute Taktik, die ich hier anwende, immer so abwechselnd hin und her zu gehen. Jetzt gleich wieder auf den Feuerball achten, dass mich der nicht tötet. Kurz warten. Okay. Was ist denn, wenn ich hier sowas mache? Aber kann ich da... Komme ich da jetzt rüber? Geht das? Kann ich da rüberlaufen? Hä, was zum... Hä, jetzt kann ich mich gar nicht mehr... Ich bin gefangen. Ich drücke nach links und rechts gerade und es passiert nichts mehr. Ich bin hier gefangen. Man kann sich hier festglitschen quasi. Was zum Teufel ist das denn für ein Quatsch? Okay. So ein Nonsens. Ja, das ist ja kompletter Käse. Na toll. Ja, das heißt offenbar, dass ich dann die Leiter, also das da, was wir jetzt gerade links unten im Bildschirm erkennen können, ist ja auch eine Wand, die ich auch kaputt machen muss. Aber das ist eben gleichzeitig, jetzt folgt mir der Typ sogar, das ist eben gleichzeitig auch eine Leiter, die ich halt auch benutzen kann, um darüber kommen zu können. Und mit der würde es auf jeden Fall gehen. Das heißt, ich müsste zuerst den mittleren Teil machen und dann nochmal nach außen hin zurückkommen und dann noch zum Schluss die Leiter zerstören. Aber das geht bestimmt auch schneller. Ich muss nochmal kurz mir das angucken. Aber warte mal, was ich natürlich auch machen könnte. Ich glaube, das geht. Ich glaube, da kann ich jetzt aber schon rüber, oder? Genau, okay. Ah, jetzt bin ich auch in der Mitte und ich habe mir das auch ein bisschen gespart. Sehr schön, okay. Das dürfte jetzt ziemlich schnell sein, behaupte ich mal. Nein, nein, jetzt habe ich den nochmal... Ja, seht ihr, der kann mich nämlich auch nach unten hauen, der Typ. Ich mache mal nur jeden zweiten kaputt. Ja, nee, jetzt kommt da ein Feuerball in den Weg, ernsthaft. Ja, das Ende war jetzt nochmal auch, sehr blöd irgendwie. Aber es war schon trotzdem ziemlich gut, finde ich. Und es ist auch shiny, okay. Puh, das war jetzt aber echt nicht einfach, finde ich, da jetzt die richtige Route rauszufinden bei dem Level hier. Aber ich glaube, das war jetzt auch das letzte Mal Wrecking Crew erstmal. Und da ist nochmal Clu-Clu-Land. Na toll, aber das gibt's erstmal im nächsten Mal dann. Können wir noch irgendwas machen? Mario, wie viel fehlen da noch? 4. Eisklammer fehlen auch noch 4. Wir machen mal Clu-Clu-Land noch zu Ende, würde ich sagen. Es könnte noch ein bisschen dauern vielleicht irgendwie. Aber wie viel fehlen uns denn noch? Es fehlen uns hier noch 2. Bei Clu-Clu lernt dann gar nichts mehr, wenn ich das noch mache. Dann hier noch 4. Und da noch 4. Und da... Ja, es wird auf jeden Fall, der nächste Part wird auf jeden Fall wieder vollgepackt sein mit Sachen. Aber kriegen wir schon hin. Dann schließen wir jetzt noch Clu-Clu Land ab. Okay. Vervollständigen das Muster. Na toll. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen... Also der Part wird vielleicht Überlänge haben. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Okay, es war aber ganz gut. Ich glaube, arg viel schneller geht es auch nicht. Denke ich mal. Oh Gott. Ja, das ist ein... Oh, ich bin auch wieder schnell. Das ist ein Peak. Scheiße, fuck. Ja, das war nicht gut. Was fehlt denn da unten eigentlich noch? Da fehlt nur ein... Ah, ne, da fehlen auch 2 da. Achso, okay, das ist aber auch machbar. Ja, das ist sogar sehr machbar. Okay, das ist einfach. Sogar. Und zwar, ich muss nämlich... Hier so. Ja, ganz perfekt war das jetzt auch nicht, aber... Okay, war auf jeden Fall nicht schlecht. So, Stage Nummer 3. Das ist jetzt aber echt schwierig, finde ich.
Ja, was fehlt hier? Der da und... Ach, da unten noch einer. Ja, das ist immer das Problem irgendwie, dass es erstmal... Dass man erstmal herausfinden muss, was da jetzt überhaupt fehlt bei dem Muster. Das ist halt echt oftmals... Ach, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist halt auch oftmals ein Problem, weil der fehlt auch noch, ne? Ja, ja, mach nochmal Neustart, okay. Auf jeden Fall, da rechts fehlt... Ja, ich kann mir schon mal die letzte Stage auch noch angucken. Was zum... What the fuck? Bin ich jetzt gefangen? Ich komme ja nicht mehr raus. Wow, Klugluland, ernsthaft? Ich bin gefangen. Ich muss abwarten, bis mir ein Gegner killt, oder wie? Wow, herzlichen Glückwunsch. Fallen, bei denen man sich einbauen kann, in Klugluland, selbstverständlich. Tolles Design. Oh Mann, ey. Ah, nee, das war falsch. Ja, genau, richtig falsch. Ich muss da, den ganz nach unten nehmen. Hier so und dann hier nach rechts rüber. Genau. Und dann hier den nach oben. Okay, ja gut. So, Stage 1 habe ich jetzt hoffentlich mir gemerkt alles, falls wir nochmal versagen sollten. Das war auch machbar. Das war nämlich hier so, genau. Und dann hier nach unten. Okay, ja, Stage 1, 2, Stage 1 und Stage 2 sind machbar. Jetzt, wo ich weiß, wie die gehen. So, wie war jetzt das? Hier so und hier so. Okay, sehr schön, das war auch gut. So, 3 Leben noch für die 4. Stage, das werden wir jetzt hinkriegen. Oh Gott, was fehlt denn hier alles? Oh nein, das ist wieder so, Mann! Oh, wie ich da kotzen könnte bei den Dingern. Aber warte mal, ich glaube, wenn ich einfach hier gegen die Wand zu prale und dann hier so und dann hier so. Okay, ja, das war ganz gut, fand ich, das war gut. Das habe ich gut gemacht. Da muss ich mich selber loben. Und deswegen, komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Yes, haben wir Shiny. Und haben damit Klugluland abgeschlossen. Yay. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich tatsächlich bei Pinball mehr Probleme hatte als Klugluland. Also, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, NES Remix, war es andersrum. Da ich bei Klugluland mehr Probleme, bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht habe ich jetzt die Steuerung schon ein bisschen mehr verstanden gehabt, wo ich das Spiel halt schon mal gespielt habe. Aber wenn man das zum ersten Mal spielt, Klugluland, also man braucht erstmal eine halbe Stunde ungefähr, um die Steuerung wirklich einigermaßen verinnerlicht zu haben. Und selbst dann wird man immer noch häufig Fehler machen bei der Steuerung, weil das echt sowas von komisch einfach nur ist. Aber wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft und haben damit auch Klugluland komplett abgeschlossen. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, war es das für diesen Part von Let's Play NES Remix. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es ja weitergehen wird. Zum vorletzten Part wahrscheinlich schon, denke ich mal. Mit den letzten paar Missionen, die uns hier noch fehlen werden. Und vor allem auf den übernächsten Part, auf den letzten Part, könnt ihr euch schon mal freuen. Weil da gibt es dann die schwierigste Mission überhaupt von NES Remix, mit Abstand sogar. Das wird auf jeden Fall witzig werden. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.